Digga, das ist hier heute unser Start von die daran geglaubt, ja. Und wenn ihr was glauben könnt, dann dass wir aufgeregt sind. Ich weiß nicht, ich glaube vor 2 Jahren oder so haben wir mit Gebäude 9 gequatscht. Vorhin habe ich mit 1, 2 Leuten gelabert, ja. Und da haben wir uns so einen Arsch abgefreut, weil es so ein wunderbarer Abend war. Ich bin irgendwo besoffen vor dem Laden aufgewacht, ja. Und jetzt so 1,5 Jahre später quatscht man darüber und sagt, ja, spielen wir im E-Werk oder nicht? Und dann machst du das und dann passiert sowas, ja. Dann ist das eines der ersten Sachen, die sofort ausverkauft sind. Das ist, vielleicht ist das in 1, 2 Jahren vorbei und kein Schwein interessiert sich für uns. Aber so lange nehmen wir den ganzen geilen Scheiß mit. Wir sagen danke. Das hier heute, das wird ein Knaller, wir sind heiß. Meine verfickten Nippel! Ihr könnt sie sehen! Könnt ihr meine verfickten Nippel sehen? Jawohl! Wir werden schon sehen, was diese Zeit
spielen. Ich will.
Dankeschön. Wir waren in den Wochen von Juli bis September unterwegs in Dörfern und Kleinstädten mit so einer Kampagne noch nicht komplett im Marsch. Und wenn du da an Dorfkrügen sitzt und da an Dorfkrügen sitzt und irgendwelche Aktionen machst und in dem Dorfkrug mehr Leute sind, als überhaupt dort wohnen, dann weißt du, da geht eine ganze Menge. Wenn du in Anklam mit 2000 Leuten stehst, mit Materia und Campino innerhalb von einem Tag, da so ein Ding reißt, dann weißt du, da geht noch eine ganze Menge. Da ist noch nicht alles komplett im Arsch. Da gibt's noch geile Leute. Und genau das ist wichtig, auf diese Leute zu konzentrieren. Diese Leute, die vielleicht auch Angst haben. An all die Leute, die noch nicht diesen Rassistenschwein hinterherlaufen, die noch nicht diesen rechten Mob hinterherlaufen, der sagt, was sie vor 5 Jahren noch nicht gesagt hätten. Diese Leute zu unterstützen. Das alles ist für all die Leute, in den Provinzen, in den Dörfern, in den Kleinstädten, außerhalb von irgendwelchen Zeckenzenten. Noch nicht komplett im Arsch, stumme Menschen.
48 Knoten. Deine Tränen sind Folklore, deine Sprüche arrangiert. Abgestandene Floskeln willst du in Endlosschleife frisch servieren. Deine Versprechen völlig wertlos, für jede Träne eine Ausrede parat. Aber nutzt nicht einmal mehr vom ständigen Belügen bewahrt. Deine gemeinsamen Momente, unser Lachen lange verstummt. Die Enttäuschung, das Einzige, was wir noch Raum halten. Nun geht's für mich wieder voran, da mich nicht mehr im Spiegel an. Wir zu oft völlig frei gedreht, welche Nacht, denen ich nichts verstehe. Schlau über Liebe können andere debattieren. Oft haben meine Freunde angelegt, ich werd mich bei euch revanchieren. Nun geht's für mich wieder voran, sah mich nicht mehr im Spiegel an. Viel zu oft völlig frei bedreht, welche Nacht, in der ich nichts versteh. It's for me. Im Gesicht heißt es nächste und es schließt eigentlich nur an. Über so Feiern, auf die man gar nicht gehen will, aber auf die man selber immer gehört. Und mit all den Glitzern im Scheiß und du merkst nächsten Morgen, du hast doch keine 300 Freunde oder du wachst auf und schämst dich für dich so selbst. Das Lied habe ich geschrieben, als ich bei mir im Hochbett aufgewacht bin. Das ist kein gutes Zeichen. Ein erbärmliches Lied. Glitzer im Gesicht, aber ich liebe es. Und du weißt, nach jeder Party folgt alleine sein. Und du weißt, die Erkenntnis nur aufgesetzter Schein. Und du weißt, bis deiner Würde manchmal hergegangen. Ich bin völlig ausgebrannt. We'll be right back.
passiert ist. Mein Herz liebt es sogar. Ich brauch's nicht in euren Hand. Seit Jahren erzähle ich vom nächsten Lied immer die gleiche Geschichte, ja. Über so ein Konzert, da wo ich aufgewachsen bin für meine Mutter ist 50. Geburtstag, ja. Mit der Saufen und so. Aber dann gibt es neue Episoden so im Leben. Und so die neue Episode war dann so 7 Jahre später dieses Jahr. Da haben wir so ein Festival da gemacht, da wo ich aufgewachsen bin, ja. 18 Jahre, 3000 Leute leben da. Ja. Und dann stehst du da und spielst.
bewegst seit 5-6 Wochen, entstehen da so viele Menschen. Fett. Aber wo du komplett durchdrehst, wenn links und rechts alle deine Familien, alle deine Eltern, Geschwister stehen, ja, deine Tanten, irgendwann Stage-Diving machen, mit dir 1-2 Tipp tanzen, dann weißt du, das ist was Besonderes und du hast eine Menge Glück gehabt. Das nächste Lied, das ist auf unsere Eltern, auf unsere Familien, die geilsten Schweine dieser verfickten Welt. We are wasted in Jahren. Wasted in Jahren. Wasted in Jahren. Ich hab mich doch nie so.
Dieses Lied heißt Ich glaube dir. Sie haben Hammer Bock aufs Konzert, aber das Erste, was passiert ist, dass sie vollgelabert wurden, dass sie hier noch nicht herpassen, weil sie wie Tussis aussehen, ja. Was für ein Scheiß, Digga. All die ganze Zeit Schubladenscheiße, die interessiert uns einen Fick, ja. Ob du jetzt ein Tussi bist, ein Proll, ein Punker, Techno hörst, Hip-Hop oder Crackballerst. Es ist mir scheißegal, solange du ein geiler Mensch bist, ja. Auf diesen ganzen Schubladenscheiß drauf geschissen. Und genau deswegen haben wir auch ein Lied mitgebracht, ja. Wir wurden so vor einem Jahr in Rostock gefragt, ja, wo wir herkommen aus MacPom, ob wir ins Theater gehen wollen. Dann sagen irgendwelche Leute, aber ist doch kein Punk, scheiß drauf, wen interessiert Punk? Alles machen, alles mitnehmen, scheißegal. Und wir haben euch ein Stück mecklenburgische Hochkultur hier in den Goldenen Westen gebracht. Lasst euch überraschen. We'll be right back.
Yeah.
deinem Gesicht. Warum musst du denn so leiden? Ich hoffe, dass das bald vergeht. Ich hab mich selten so gefühlt. Diese Ehe bringt mich um, das ist doch alles nicht gerecht. Wir kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, ja, wo der NSU auch gemordet hat, wo es Banküberfälle gab, wo sie Urlaub gemacht haben. Ja. Und wenn ich hierher gekommen bin, gerade vorhin mit dem Auto, bin ich an der Kolbstraße vorbeigefahren. Und wenn ich an der Kolbstraße vorbeifahre, dann denke ich nicht an irgendwelche netten Restaurants etc., sondern dann denke ich an den Nagelbombenanschlag von den Nazischweinen.
Ja, das machen scheinbar viel zu wenige. Das mache ich nicht so heroisch, ja. Aber das nächste Lied geht raus an all die Menschen von der Initiative Kolbstraße, an Kutlu, an die Leute vom Mikrofon Mafia. Es freut uns, euch zu kennen. Wirklich nichts.
ich will brennen und es gibt nichts zu verlieren. Lieber teure Abenteuer als 30 Jahre lang ein Leben zu erfrieren. Ja, ich will leben, das heißt auch kämpfen gegen das Sterben und das ist doch Teil von mir. Ja, ich will leben, wir werden nicht kämpfen. Ja, ich will brennen zusammen. Du hast mich und meine Träume und meine Tränen so lange möchtest. Sparst du Zeit? Und wofür sparst du sie? Wenn es einen Film über dein Leben geben würde, würdest du ihn dir anschauen? Würde er dich faszinieren? Scheiße, wenig Geld für eine Stunde auf der Arbeit. Was würdest du zahlen für eine Stunde an einem sonnigen Tag im Park? Würdest du in deinem Leben etwas anders machen, wenn du wüsstest, dass du nächstes Jahr stirbst? Was sagt dir, dass du dann überhaupt noch lebst? Oder hast du Ideen? Oder haben Ideen dich? Fühlst du dich einmal auch auf eine bestimmte Art und Weise einsam? Eine Art und Weise, die Worte nicht beschreiben können. Du bist ein Ticket, was dir denn kriegt. Wunderschönen Abend. Das war auch schön. Wir kommen zum letzten Lied, ja. Vielleicht gehen wir noch ins Gebäude 9. Ich mal gucken, ich weiß es nicht. Aber das hat sich gelohnt. Es war geil. So ein paar Ansagen immer wieder wiederholen, dann finden wir das gut und dann passt das ganz bewusst. Und das ist so unser letztes Lied. Ja, dann kommst du auf einmal wieder mit den Leuten zusammen. So Leuten wie Mecke oder Ole, ja. Menschen, die uns seit Jahren begleiten. Arthur, Boris, Jong. Das sind Menschen, die sind bei uns dabei gewesen, schon vor 7, 8 Jahren. Ich meine, ich liebe Pathos, so ist das, aber so war es, ja. Und die waren dabei, als wir nicht hier gespielt haben, sondern die waren dabei, als wir im Club Scheiße gespielt haben, ja. Das Ding geht raus an die Menschen, die uns seit Jahren begleiten, ja, die uns dann ertragen, wenn wir nicht nur lächeln, wenn nicht nur alles super ist, sondern wenn wir asoziale Penner sind, wenn wir Scheiße sind, ja. Die sich dann mit dir streiten und dir sagen, was bist du für ein räudiger Wichser, ja. Nicht an all die Leute, die dich dann umarmen, wenn dich alle umarmen.
Es geht raus an unsere Freunde. An unsere Freunde, die nicht erst seit ein, zwei Jahren Freunde sind. Wir sind stolz auf euch. Wir sind stolz auf uns, Digga. Ich meine das hier heute Abend. Wir sagen Dankeschön. Es war ein wunderschöner Abend. Merke, du räudiger Wichser, fick dich. Ich sitze hier mit Freunden und fühle mich so wohl. Was ist unser schöner Abend, wenn sie nicht nur am Heimhof? So vertraut und abgefuckt, aber was finde ich das schön? Mit diesen Menschen hier kann es immer so weitergehen. Hier ist es ein Konzert. Ich glaube, da ist es dann wichtiger, coole Ansagen zu machen, vielleicht bei so Sachen, wenn du Rock am Ring spielst, also weißt du, wo du vor 15.000 Leuten spielst, also da kannst du mal auf die Kacke hauen, auch politisch, also weißt du, hier ist das, glaube ich, bei unseren Konzerten, da habe ich keinen Bock drauf, auf diese Selbstbespaßung, also dieses Parolengrölen nur oder so, ja. Ich würde jetzt mal voraussetzen, dass der Großteil der Leute, die zu unseren Konzerten gehen, jetzt nicht totaler Abschaum ist, ja, sozusagen, und größtenteils einfach coole Leute sind. Natürlich sehr verschieden, aber halt keine Faschos sind, ja. Und bei Rock am Ring und so, da hast du es zu machen, meines Erachtens nach, wenn du dich so definierst.
wie wir. Ja, ich finde es auch total okay, wenn Bands das nicht machen. Oder so, ja, für mich, es gibt ja auch immer so Diskussionen, wie so Bands an meine Kante reiten oder so. Ja, oh, das ist so unpolitisch und irgendwas. Ne? Das ist mir relativ latte, wenn irgendwie so Musik mit Herz passiert, egal in welche Richtung, dann finde ich das geil. Und dann finde ich es vielleicht oftmals affiger, wenn irgendwo eine Band auf der Bühne steht und sagt, scheiß Nazis, aber eigentlich ist alles scheißegal. Dann finde ich das vielleicht ehrlicher, wenn jemand 20 Lieder nur über Liebe singt oder Liebeskummer oder so und man merkt, da steckt irgendwas hinter. Und bei uns ist es halt, dass wir uns so definieren mit allen Fehlern, aber dass man das da dann auch zu nutzen hat und sich da zu positionieren hat. Als wir euch angekündigt haben, da kamen natürlich sofort auch die Sachen, wie könnt ihr das als öffentlich-rechtlicher Sender machen? Da gab es Lieder, die sind gewaltverherrlich gegen Deutschland und so weiter. Stehst du noch heute zu den Texten, die ihr in jüngeren Jahren gemacht habt? Ich finde nichts peinlicher als andere Leute, die immer sich distanzieren. So, wir distanzieren uns vom Distanzieren, ja. Das ist nichts. Wenn wir in irgendwelchen Texten sowas sagen wie Deutschland ist scheiße, ja, dann ist das auf jeden Fall ein Gefühl, was ich sehr oft habe. Wenn ich im letzten Jahr in den kurdischen Gebieten war, in Kurdistan an der nordsyrischen Grenze und dort sehe, was dort für Leid gibt, nach Hause komme und zigtausende Leute auf der Straße sehen, die schon wieder die Mistforken wetzen, um nach unten zu treten und gegen Muslime zu hetzen, dann kriege ich genau dieses Gefühl. Und da gibt es für mich keine Entschuldigung für meine Gefühle. Und in erster Linie, wir machen keinen Schlager. Ja, ich meine, ich habe nichts gegen Schlager, höre ich auch mal gerne. Wir machen aber keinen Schlager, wir machen Punkrock. Und wenn dann irgendwelche Leute durchdrehen und irgendein Internetmob schon Gift und Galle spuckt, dann ist das so. Und dann ist das okay, dann falle ich da nicht vom Glauben ab. Und dann denke ich nicht, Mensch, wie kann das passieren? Sondern das ist mir klar, das ist, glaube ich, normal geworden in der jetzigen Zeit. Und bei weitem nicht nur bei uns, sondern bei vielen Menschen, die sich positionieren gegen diesen Rechtsruck in der Gesellschaft. Und wir machen es halt auch ganz oft klar provokativ und mit großem Maul. Und für dieses große Maul werde ich mich nicht entschuldigen. Das stimmt, wobei du ja, dass wirklich doch Textzeilen drin sind, wo man sagen kann, okay, damit macht man sich natürlich auch angreifbar, weil das sind Textzeilen, die auch heute beispielsweise von rechts außen benutzt werden. Natürlich sind wir immer angreifbar. Also wir machen tausend verschiedene Sachen. Natürlich sind wir angreifbar. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl oder nie die Motivation gehabt, mit einer Band wie die unsere irgendwas Konformes zu machen. Ich weiß nicht. In erster Linie sind das auch keine Masterarbeit, ja, sondern vier Zeile, sondern da gibt es Sachen, die hast du mit 18 auch im Matheunterricht geschrieben. Vielleicht würde ich die noch genauso schreiben. Einfach nur, damit die Leute schön kotzen. Mir egal. Ich feiere auch die Toten Hosen, aber ich glaube nicht, dass denen so oft die Frage gestellt wird. Also ich habe noch keinen Text geschrieben. Was weiß ich, wie geht das bei Bonnie und Clyde? Wir schießen 2, 3, 4, 5 Bullen um. Keine Ahnung, fragt ihr den auch immer? Sozusagen, was denn los ist? Oder die Ärzte mit 5, 6, 7, 8 Bullen startet ihr Album damals? Keine Ahnung. Die sind auch gefragt worden. Bestimmt. Aber es ist schon so bestimmt. Lange her. Bestimmt, ist ja auch okay, aber ich weiß nicht, ich glaube, die Hosen spielen das auch noch. Ja? Aber ich glaube, das ist nachher ist das irgendwann egal, weißt du, das für die Leute. Für mich sind Polizisten keine Freunde, kein Helfer. Für mich ist es okay, wenn für andere Leute das so ist. Für mich ist es nicht so. Ja? Wenn, ich habe schon oft genug einen Knüppel bei irgendwelchen Demonstrationen in die Rippen bekommen. Ja? Bei meinen Rippen ist es noch okay. Ja? Ich habe auch schon Leute gehabt, Freunde gehabt, die abgeschoben wurden. Und ich bin auf jeden Fall dagegen, irgendwie so eine Entmenschlichung zu machen. Ja, für mich sind natürlich Polizisten auch Menschen. Aber dann, wenn sie... Ohne Sicherheit hast du auch keine Freiheit mehr. Ich habe nicht ausgeredet. Mhm. Sind auch Menschen. Aber die halt ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ich habe Musik abgewählt, ich habe nicht so viel Ahnung von Kunst. Aber wenn ich was verstanden habe für mich, dann ist Musik etwas, was kanalisiert. Und wo man einfach auch Texte schreibt, die einfach mal so aus der Seele kommen. Ja, Momente, Situationen, die man dann einfach mal fühlt, die man dann einfach dann kurz aufschreibt. Das ist dann vielleicht nicht immer hochreflektiert und wird nicht durch, ja, wie gesagt, jetzt kann der Doktorarbeit standhalten. Aber für den Moment ist das für mich total gut. Oder für uns als Band. Ich bin jetzt hier nicht irgendwie das Opfer und sage, oh, ich bin hier das Unschuldslamm. Also darum geht es mir nicht. Aber ich glaube, das ist auch was die, glaube ich, vielleicht an unserer Band auch sehr
abkotzt, ja, dass sie halt auch wissen, dass wir nicht die linke Backe hinhalten, wenn wir auf Rechten gekriegt haben. Da gab es immer wieder Angriffe, ja, ob es eine Axt in mein Auto war, ob Freunde aus unserem Umfeld angegriffen wurden, auf unserem Proberaum Buttersäure geschmissen wurde, etc. Irgendwelche Veranstalter eingeschüchtert werden. Gibt es immer wieder Sachen, ja. Aber ich will das auch nicht zu groß machen. Ja, vielleicht ist es viel geiler, darauf hinzuweisen, obwohl andauernd sowas passiert, ja, wie zum Beispiel, dass Veranstalter eingeschüchtert werden oder die Veranstaltungsgebäude dann halt mit Buttersäure eingedeckt werden, dass die Leute trotzdem, die wenigsten haben dann gesagt, wenn sowas passiert ist, wir machen es nicht, sondern ey, lass uns es wirklich durchziehen. Wenn wir im ganzen Sommer unterwegs waren, auf den Dörfern, in den Kleinstädten, in Mecklenburg-Vorpommern, mit unserer noch nicht komplett im Arsch-Kampagne da, zu sagen, wir verändern irgendwas an der Wahl, sondern es ging in erster Linie darum, die coolen Leute zu supporten, die es halt in so kleinen Städten und Dörfern halt gibt. Diese Idee hatte ich irgendwie 1,5 Jahre im Kopf, dass man so in die Dörfer gehen muss, und weil es gibt halt geile Leute in den Provinzen, und dass das dann so aufgegangen ist mit, ich war nach 15 Aktionen oder so, 2000 Leute innerhalb von einem Tag in Anklam, ja, da waren nach den Wahlen, glaube ich, über 40% AfD, NPD insgesamt, ja, die dort gewählt haben. Das sind fest verankerte Strukturen. Was vielleicht eine Hoffnung ist, ist, Leute so ein bisschen auch das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind oder so, ja. Also ich habe 18 Jahre lang in der Kleinstadt gelebt oder so. Wenn da mal ein großes Konzert stattgefunden hätte oder irgendwie so richtig geile kulturelle Sachen für Jugendliche, hätte ich es total gefeiert. Ja? Und ich glaube, da ist es wichtig in Mecklenburg-Vorpommern, dass so eine Räume nicht den Neonazis, den Rechtspopulisten etc., wie immer man sie nennen mag, ja, überlassen wird, sondern dass man da eigene Akzente setzt. Ist es nicht krass gewesen, dass selbst der Bundesjustizminister euch Respekt gezollt hat für euer Engagement? Fang jetzt an. Nee, ich bin sofort weg. Merkst es doch. Natürlich sind solche Sachen krass, aber wir haben solche Sachen andauernd. Ja, das ist so eine Ambivalenz, die sich andauernd bei uns widerspiegelt. Und das Erste, was die SPD gemacht hat nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich lebe, ja, als vermeintlich stärkste Partei mit, glaube ich, knapp 30%, ist ihr Wahlbüro da zu schließen in Anklam, wo wir diese Aktion gemacht haben, ja, wo gewisse Regionen ausgeblutet werden, ja, infrastrukturell, kulturell etc. Ja, und hätten wir das in Rostock gemacht, in Berlin-Kreuzberg, St. Pauli etc., das hätte kein Schwein interessiert, sondern der hat uns da gelobt oder alle haben abgedreht, und auf einmal waren wir die Helden für einen Tag, wurde gesagt, ja, was für eine coole Aktion. Und 2 Tage später sind wir wieder die Schweine. Das ist okay. Das eine macht keine Höhenflüge und das andere lässt mich nicht, weiß ich auch, dass ich kein schlechter Mensch bin. Ja, nur weil die anderen das sagen. Genauso weiß ich auch, dass ich kein Held bin. Das Einzige, was ich so einem Menschen denn sagen kann, ist, wenn er das ernst meinen sollte, dann sollte er seinen Sozen in den Arsch treten, dass sie solche Regionen nicht nur kurz vorm Wahlkampf bespielen. Wir haben uns ja auch bewusst dazu entschieden, ein großes Maul zu haben. Ja? Ist ja nicht so, dass ich jetzt auf einmal sagen könnte, oh Mensch, wie kann denn das passieren? Ja? Hier wählen gerade 20-25% die AfD etc. Die NPD saß jahrelang bei uns im Parteitag. In Meckpommern gibt es feste Nazi-Strukturen. Der NSU hat gemordet, es gab Überfälle, der NSU hat da Urlaub gemacht. Die Nazis haben Aufkleber gedruckt von meinem gespaltenen Kopf, zigtausendfach, überall in Meckpommern verklebt. Ja? Viele Freunde von uns sind auch Zecken. Ne? Aber ich habe auch Freunde, denen ist Politik relativ lax. Ja? Bewegt mich da jetzt nicht nur in so einer Blase. Ne? Aber wenn die natürlich dann die ganze Zeit damit konfrontiert werden, also, dann ist das natürlich auch nervig. Oder so. Das, was man selber einsteckt, das steckt man, wenn man nicht totgeschlagen wird oder so, dann steckt man, denke ich, das am besten weg. Ich war 3 Wochen in Nepal, bin wiedergekommen, habe seit Dienstag harte Magenkrämpfe, habe sowas noch nie gehabt. Aber es war eigentlich, stand nicht einmal so zur Debatte für mich im Kopf, das meine ich jetzt nicht so heroisch, das abzusagen oder so, sondern ich habe übelst Bock, hier das Konzert zu spielen. Ja, das ist vielleicht einmal die geilste Zeit unseres Lebens. So, das hört sich so einfach an und auch so dumm vielleicht, aber vielleicht ist es das. Vielleicht wird es nicht größer, vielleicht bleibt es nicht so groß. Das heißt nicht, dass immer größer jetzt besser ist, aber einfach nur besonders, einfach nur geil.